Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5 Story Mode. Wir sind heute am Start mit unserem Freund Trevor. Weil da hinten ist auch noch eine Mission offen, die mit dem D. Und ich muss gerade gucken, wo sie ist überhaupt. Da. Ist das ein B? Barry. Oh. Komm, wisst ihr was, wir machen mit Barry. Machen wir mal eine Mission. Bisschen. Das war nicht immer nur Hauptmission machen. Weil sonst bin ich zu schnell durch mit dem Let's Play. Ja, ihr habt ja gedacht, ich habe euch ja angekündigt, dass die Karte demnächst mal vielleicht einen Part übernehmen wird. Das hat aber jetzt einen anderen Grund. Es wird tatsächlich nicht geschafft. Sie hat abgesagt, weil sie, weil jetzt Ostern, ja, Familie geht klar vor. Oh, was ist ein Vogel gerade? Hello. Was? Who is this? It's me. I shouldn't have called. But na, Patricia. Mrs. Madrazo. Hey. Are you behaving, Trevor? Oh, yeah. Duh. Yeah, sure. Patricia, I really miss you. The time together. Very important. I have to go. Okay. Ja, wie gesagt, ich habe ein paar Mal angekündigt, dass die Katha mit dabei ist, weil wir jetzt vielleicht demnächst auch mit dem GTA 3 Let's Play empfangen. Das hat sich leider erledigt, weil über Ostern. Klar, dass sie dann ein bisschen was sagt. Ich war jetzt auch bei meiner Freundin lieber die Woche, also deswegen habe ich auch weniger momentan am Let's Plays. Quasi, weil sie wirklich momentan auf der Pause ist. Weil momentan auch einfach die Motivation fehlt für das Spiel tatsächlich. Also ich möchte es gerne spielen, wenn ich Bock drauf habe und nicht, wenn ich, ich muss schon wieder. Ich habe momentan bis auf andere Projekte Bock. Wie gesagt, bleibt dann momentan bei diesen vier, die ich hier habe. Eventuell mache ich die Tage mal wieder ein bisschen was von The Witcher. Aber nicht jetzt. Ja. Genau, wir wollen mal mit Barry heute reden. Mal gucken, was der so vor uns hat. Vergiss, wer ist das? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Fliegen und ich. Oder ich und fliegen so rum ist es. So. Die war aber eher schon in der letzten Folge, mit der letzten Folge. Irgendwann in der letzten Folge, da war ja aber diese LSD-Cloud. Der steht da hinten. Der steht da nicht. Wer ist der Barry? Vorne. Oh Gott, ich glaube, ich habe eine Ahnung vorne, was so eine Mission ist. Again. Can Moin. I get a signature, sir? For what? The most important fight of all. Poverty. Hm? No, another most important fight. Ja, ich glaube, ich weiß, welche Mission das ist. Die ist nicht gerade cool. Also die nervt mich schon ein bisschen. Kratzwurzeln, Trevor. Legalization of what? A thing the founding fathers took as a right to consume medicinal plants. Legalize smoke? You fucking kidding me? I make a shitload of money selling that, all right? The last thing I can handle is legalization. Now fuck off. Take a drink. No, I don't smoke it anymore. It interferes with the speed. Oh, it's really good weed. All right, give it here. Ich glaube, ich weiß, welche Mission es ist. Sehe nicht, die wir mit Michael auch schon abgeschlossen haben. Ich glaube, wir kriegen sie dann auch mit Franklin nochmal. Yes. Ich glaube, das ist sie. Real mellow contemplative high that comes from here. Oh Gott. Those clowns over there. Ja, genau, die, wo... Ich dachte mir, die mit dem... Oh, verpisst euch mit den scheiß Clowns! What if this never wears off? Am I really this messed up? You think I'm scared of me? This is a joke with no punchline. Oh.
Jawohl, das Auto ist zwar weg. I'm not scared of you anymore. I'm a big boy now. I'm supposed to be a narcotic specialist. Wo ist denn der? Ich hab keine Ahnung, wo der Typ ist. Da unten. So, der ist auch weg. Wo ist der? Da. What the fuck is happening? What the fuck? Das Auto ist weg. Okay. I'm ready to calm down now. So, der ist tot. So. Ja, ich hasse auch Clouds. Der. Kaputt. Fuck mich nicht ab, Alter. So, kaputt oder alle weg oder was? Ne, so einer, Minimum. Ich hoffe, dass das reicht, ey. Boah, jetzt kommt die alle auf einmal oder was? This is the best, worst trip ever. Oh, dann haben wir den Teil auch erledigt. Alter, was geht ab, ey? And I suppose that's why they want to keep us suppressed. Gosh, it's been really interesting talking to you. What the fuck was that, huh? It was horrible. Well, think about what I said. Was für eine Kacke. Bestattet, Graswurzel, Trevor. Ja, scheiß drauf. Hauptsache, wir haben die Mission bestanden. Das ist erstmal das Wichtigste. Boah, was eine Kackmission, Alter. Ich hasse diese Mission. Erst die Aliens mit Michael. Gut, damit kennt er sich ja aus. Und jetzt nochmal die Clouds mit Trevor. Ja, aber wir haben es geschafft. So, genau. Wir müssen die gleiche Kacke dann später nochmal mit Franklin machen. Mal gucken, was er dann so sagt. Weil Barry ist auch hier nochmal irgendwo zu sehen. Wenn ich das richtig sehe.
Achso, okay. Was haben wir denn als nächstes? Fremde und Freaks, ich brauche vor allem ein Auto. Ja, ich weiß, ich könnte jetzt... Patricia! Mrs. Madrazo! Trevor! Oh, I miss you. All you boys. I miss you too. I can't speak for the other boys. You're such good friends. Mehr oder weniger. It's a bit more complicated than that. Actually, Michael and I, not speaking. Old friendships cannot be replaced. Hey, how are you? Is Martin looking after you? He's here. I've got to go. Schon wieder. Also die scheint immer noch nicht ganz über uns im Weg zu sein. Lucky miss. So, genau, wir wollen jetzt natürlich mit unserem Freund Trevor weitermachen. Ja. So. Wir wollen jetzt natürlich mit seinem. Guck mal, was da jetzt unter dem anderen Schild. Machen wir heute mal nur ein bisschen die Mission. Wenn ich in der nächsten Folge wieder ein bisschen. Von Hauptmission. Das war noch nicht. Gucken wir mal. Ja. You like it? I'm selling it. You want to buy it? I'm downsizing. No, no, I'm good. Extra provision. Houses like this all the time. Okay? I sold dreams, lives, meaningful. I'm not sure about that. Oh, but you like beautiful things, though, don't you? Sure. Well, I just happen to know the most beautiful woman. You want a bouncy, bouncy? Bouncy Climber. Josh Bernstein. Ach, der. Yeah. I'm Josh Bernstein. Yeah, I never heard of you. Oh, well, I used to be a big deal once in real estate. War, so oder was? My license taken away. My meal ticket. Where's the check? I'll get to that. See, it's not really money that I'm after here. It's something more awkward than that. Now, Lenny Avery. He was my husband, and now he has taken all of my clients, all of them. Do you think that you could take out all of his for sale signs? Also die Mission, okay. That was easy. She's worth it, man. I love you. So, what haben wir denn als nächstes? Love you. I love you. Lenny. Frage ist, wie kriege ich die jetzt so weg? Ich hasse sowas. Moment, ich muss mein Handy mal. Mein Dings versuchen, weil gerade mein Fernseher sagt, nur, ich muss mal kurz mich ausschalten. So, da bin ich wieder. Verwalte ich irgendwie was? Gibt es da keine Information gerade? Ich weiß, welche Schilder das sind, das ist klar. Jetzt ist sie mir reingekommen. Warte mal, war das auch eben kurz als erstes? Eins von 15 Schildern zerstört.
Ja, ist klar. Raste aus, du Idiot, Alter. Gut, dann haben wir ein bisschen was zu tun. Dann haben wir ein bisschen... Oh, verpiss dich, Alter! Entschuldigung. So. Wir müssen 15 Schilder zerstören. Mal gucken, ob ich das in dieser Folge alles reinbekomme noch. Ich denke, wir machen 7 und 8 und dann machen wir Feierabend. Aber wir schauen einfach mal, wie weit wir jetzt durchkommen oder wie schnell wir jetzt durchkommen. So. Da ist das Schild. 2 von 15. So, Immobilien finden. Anfahrt zur Karte. Geh weg. Das Wetter macht es natürlich gerade nicht einfacher. Ja, gut. Shit, shit, shit. Oh, leck mich doch. Sorry, aber du wolltest die Polizei gerade rufen. So. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt keinen Bock dazu. Dass der die Cops ruft. So, warte mal, wo ist das andere Schild? Da. So, das ist das. So, Immobilie finden. Das heißt, wir müssen jetzt suchen. Da, fahren wir als nächstes da hoch. Ah, leck mich doch am Arsch, Alter. Ah, warum bleibt denn immer alles stehen mitten auf der Straße? Vier von 15. So, die nächste holen wir uns jetzt. Wenn wir die schon haben, dann haben wir die. Kann sein, dass wir die schon haben. Ich habe aber keinen Bock jetzt, ehrlich gesagt, auf euch Cops. Verpisst euch von mir.
nerv ich doch nicht. Da bist du selber ganz kurz los. Fünf von 15. Jetzt muss ich erstmal die scheiß Kopf loswerden, oder was? Weil ihr wieder spielen wollt, weil ich wieder auf eurem scheiß Job so langweilig ist, oder was? Jetzt muss ich wieder komplett woanders hinfahren, weil die Cops wieder Langeweile haben. Ah! Bullshit. Ach, haut doch ab, Alter! So, da kann ich die mal kurz weiter in die nächste Mission Ding starten. Gut, die Ecke haben wir hier weg. Ja, wenn ich es richtig sehe. So, dann nehmen wir das mal kurz mit. Zack, zack. Gut, dann müssen wir jetzt. Müssen wir weiter. Ewigkeiten. Sorry, aber da habe ich jetzt keine Lust zu. So, da gehen wir jetzt weiter Schilder sammeln. Ich befürchte, dass wir diese Clowns weg haben, ey. Die Aliens weg, die Clowns weg. Ich bin, wie gesagt, ich bin gespannt. Das wird immer dieser, wenn ich als privat gespielt habe, die Story, fand ich immer so total langweilig. Ich habe die nie wirklich gemocht. Ich bin froh, dass ich sie jetzt im Let's Play weg habe. Wir machen auch Step by Step die Nebenmission nochmal. Wie gesagt, wir machen alles. Ich habe irgendwie jetzt da Bock drauf. Weil ich dachte, wir haben jetzt was mit der Story und so. Naja, aber. So. Gut, die haben wir. Scheinbar schon erledigt, okay. Die haben wir schon erledigt. Das heißt, wir machen hier weiter. So 800 Meter von hier. So. Sorry, wie gesagt, falls ich mich ein bisschen verstumpft anhöre, das liegt einfach, weil ich gesagt habe, momentan eine Zeit, das ist Heuschnupfenzeit. Ich habe Heuschnupfen, ja, ich nehme auch was dagegen, aber der Schnupfen lässt sich ganz abstellen. Das dämmt nur das Niesen ein bisschen ein. Ich hoffe, wie gesagt, dass es das nicht allzu sehr stört. So, nächste weg. 6 von 15. So. Ach. So. Nächste.
So, ich hoffe, wie gesagt, dass die KI jetzt scheiß Kopf gleich nicht nochmal spielen gehen. Mach jetzt noch das eine Schild und dann machen wir hier Feierabend gleich. So, ich hoffe, vielleicht wird ja auch hier oben irgendwo, glaube ich, in der Ecke. Oh. Ist das Schild? Hier. 7 von 15. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play GTA 5.